Grüß Gott, liebe Vorarlberg Online-User. Es wurde die Frage gestellt, was es in Vorarlberg für oder ob es in Vorarlberg gefährliche Tiere, giftige Tiere gibt. Und ich darf Ihnen dazu ein paar Antworten geben. Mein Name ist Ernst Albrich, ich bin der Landesjägermeister und habe deshalb nicht nur mit jagdbarem Wild, sondern auch mit anderen Wildarten zu tun. Ganz kurz kann man sagen, Vorarlberg ist ein sehr sicheres Land, nicht nur was Kriminalität betrifft, sondern auch was Tiere betrifft. Es gibt die sogenannten Raubtiere, zu denen wir lieber große Beutegreifer sagen, nur auf Kurzbesuchen. Das betrifft also Wolf, Bär und Luchs, die in den letzten Jahren sporadisch bei uns waren, die aber völlig zu Unrecht Vorwurf erfahren, dass sie gegenüber den Menschen gefährlich sind. Sie sind sehr scheu, also kaum einer von ihnen wird jemals so ein Tier zu sehen bekommen. Sie sind also sicher nicht wie im Rotkäppchen äußerst gefährlich, sind eher für die Bauern lästig, weil sie Schafe, aber auch natürlich Rehe und anderes Wild reißen. Also von dieser Seite gibt es keine Gefahr. Und was giftige Reptilien oder Insekten betrifft, ist Vorarlberg auch ein glückliches Land. Es gibt eine einzige Giftschlange, die Kreuzotter bei uns, im Gegensatz zu den anderen Bundesländern, wo es auch zum Beispiel die Sandviper noch gibt. Und giftige Insekten gibt es eigentlich auch keine oder gab es keine. Es gibt jetzt sporadisch oder gab Fälle von Bissen von der Dornfingerspinne, die im Zuge der Erwärmung in den letzten Jahren auch bei uns ganz sporadisch vorgekommen ist. Und ansonsten sind es eigentlich eher Tiere, die aus irgendwelchen Terrarien entweichen. Also keine bodenständigen, gefährlichen Schlangen, so wie in Graz zum Beispiel die Boa Constrictor. Das sind dann eher ausgesetzte oder entwichene Tiere. Also insgesamt ist Vorarlberg sicher. Viel gefährlicher sind für Menschen, die Allergien haben, zum Beispiel Bienen, Wespen, Hornissenstiche. Das kommt relativ oft vor, aber das sind nur die Menschen, die schon allergisch darauf reagieren. Also insgesamt können Sie beruhigt in die Natur gehen. Es passiert Ihnen in Vorarlberg mit größter Wahrscheinlichkeit nichts. Es ist viel gefährlicher, Auto zu fahren, im Haushalt zu arbeiten oder Sport zu betreiben. Ich hoffe, das ist eine ausreichende Auskunft. Danke.